Herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie. Heute möchte Boris und ich euch mal wieder was auf dem Placeboard zeigen, beziehungsweise bei mir sind das einfach so ganz normale Isolationsblöcke. Ich finde, die eignen sich sehr gut für gewisse Übungen wie das Bleib, das Warten, weil es nicht nur ein Befehl ist, sondern halt eine Platzzuweisung. Also genau dasselbe wie im Körbchen, in der Wohnung zum Beispiel, wo man auch eine Platzzuweisung machen kann. Natürlich die auch in der nützlichen Zeit wieder auflösen muss, sonst löst sie irgendeinmal der Hund selber auf. Und man kann schon das hinüberschicken oder das voran oder das auf den Platz zuweisen. Kann man alles so erarbeiten. Die verschiedenen Positionen, wie eben das Sitz, das Platz, kann man so trainieren, festigen. Und was ganz wichtig ist, man kann auch das Steh so eintrainieren. Das vergisst man nämlich ganz gerne. Und es wird einem dann plötzlich erst bewusst, wenn man an einer Zuchtschau ist und dort der Hund kaum mehr stehen will, sondern sich immer setzt und oder sogar abliegt und es ihm ganz unangenehm ist, einfach da zu stehen. Meine Ziele bei dieser Übung sind Ruhe, Präzision und vor allem Spaß und Motivation. Ich will eine motivierte Zusammenarbeit erreichen. Der Hund freut sich so dermaßen, mit einem was zu erarbeiten, und so soll es uns auch gehen. Wir sollen Spaß und Freude dran haben. Wenn wir Frust, Ärger und Bösartigkeit entwickeln bei der Hundearbeit, dann machen wir was falsch oder sollten es bleiben lassen. Es muss doch einfach Spaß machen. Welchen Weg man einschlägt, spielt da überhaupt keine Rolle. Es gibt so viel gute Dinge, die man machen kann oder wie man es machen kann, ist wirklich egal, wie man das macht, welchen Weg das man einschlägt. Das Wichtigste ist einfach, dass man ein Ziel erreichen kann mit der Ausbildungsmethode, die man anwendet, und vor allem, dass sie würdig ist. Also, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, das ist jetzt wirklich schöne Teamarbeit von Mensch und Tier. Eine Zusammenarbeit. Wir als Fürsorgegarant und der Hund, der da wirklich voll mitarbeitet. Das finde ich ganz was Wichtiges und ist für mich das höchste Gut. So, dass wir wirklich ein Handling entwickeln, was einfach Spaß macht. Was schön ist, wo man harmonisch zusammenarbeiten kann, wo der Hund motiviert ist und wir natürlich auch. Und wir ein Team sind, wo beide einfach glücklich sind und froh sind, dass man sich hat. Ich glaube, das ist auch ganz ein wichtiger Teil, wieso dass man überhaupt Hunde heilt, denke ich mir mal. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr da was rausnehmen könnt für euch. So sind die Filmchen auch eigentlich irgendwann entstanden. Wir konnten ja keine Kurse mehr anbieten, keine Welpenkurse mehr, und haben unseren Leuten so eigentlich gezeigt, was kann ich jetzt, wie kann ich überhaupt meinen Welpen beschäftigen, wie kann ich jetzt weiterfahren. Und so entstand auch dieser Kanal. Es freut uns natürlich riesig, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr das Filmchen teilt, wenn ihr jemand wisst, der auch einen Welpen hat oder sonst interessiert ist. Und wenn ihr den Daumen hoch hält. In dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß, toi toi toi. Euer Boris und Uli. Yeah.